Cool, dass viele gekommen sind. Ja, mein Vortrag heute, Introduction to the Rebuild Language Project. Im Zusammenhang mit dem Projekt, es ist halt ein offenes Projekt, jeder kann sich beteiligen. Ja, erstmal kurz noch zu mir. Also ich bin Andreas Reischuk, hauptsächlich Geschäftsführer von Hickenegg Software. Und wenn ich Zeit habe in meiner Freizeit, dann leite ich hier so eine C++ User Group. Das nächste und letzte Treffen für dieses Jahr ist am 8. Dezember. Dort wird so eine Art Weihnachtstreffen stattfinden, wo wir einfach mal das Jahr Revue passieren lassen. Selbst wenn ihr nicht dabei sein könnt, würde ich euch bitten, einfach mal darüber nachzudenken, wie ihr die Bühne nächstes Jahr nutzen wollt. Einfach eine Präsentation, vielleicht auch eine passende Location, um die C++ User Group da mal abzuhalten. Einfach, dass man mal neue Leute die Möglichkeit gibt, leicht zu uns zu kommen, dass sie nicht extra hier bis hierher fahren müssen. Ja, also ich hoffe, wir kriegen nächstes Jahr wieder mindestens genauso viele spannende Vorträge hin wie dieses Jahr. Und am 8. Dezember feiern wir das noch so ein bisschen und machen so ein bisschen Brainstorming. Wo geht's hin? Was sind die Themen nächstes Jahr vielleicht, die einen interessieren, auch wenn man vielleicht noch keinen Vortrag darüber geplant hat oder das Wissen hat, um einzuhalten. Ja, und wenn ich dann noch Freizeit habe, dann mache ich ein Dresden Weekly. Das ist einfach ein kleines Hacking-Treffen, wo wir einmal die Woche, jeden Mittwoch 18 Uhr normalerweise uns treffen. Jetzt nächste Woche ist Mittwoch dummerweise Feiertag, deswegen fällt es aus. Und das, am 23. November ist dann das nächste Treffen wieder. Unter anderem ist mein Thema dort auch dieses Rebuild-Projekt. Ich versuche es da einfach jede Woche mal regelmäßig ein bisschen voranzubringen. Also in seinem Alltag hat man natürlich keine Zeit für sowas. So, und bevor wir jetzt richtig loslegen, hatte ich beim letzten Mal vom Peter im Vortrag nochmal angedeutet, dass man ja vielleicht mit ConstExpr Metaprogrammierung machen kann. Und ich habe mir das wirklich mal angeschaut. Und hier ein kleines Extra mitgemacht. Ich hoffe, das geht auf. Ich fahre den Browser auf. Das ist jetzt auch doof. Ich sehe gar nichts. Aber ihr könnt was sehen. Das ist eigentlich die Hauptsache. Also, genau, das ist hier meine ConstExtra-Funktion. Die Funktion kriegt ein paar Argumente und jetzt werde ich hier zur Compile-Time einfach anhand der Argumente entscheiden, ob ich den einen Typ zurückgebe oder den anderen. Wie sich herausgestellt hat, eine ConstExtra-Funktion reicht eben nicht, weil ConstExtra-Funktionen wirklich ja auch zur Runtime laufen können müssen, sondern das entscheidende Kriterium ist dieses C++17 ConstExtra-If, was es eben ermöglicht, zusammen mit dem ConstExtra-Funktionen Metaprogrammierung auch jetzt aufschreiben zu können. Also wenn man das jetzt hätte ohne eine Funktion schreiben wollen, hätte man mit sfinae zwei Funktionen schreiben müssen und eine die andere ausschließen lassen. Was jetzt im Einzelfall immer für jeden Anwendungsfall besser ist, das will ich ja gar nicht definieren oder festlegen. Es ist einfach so, ja, es ist einfach eine neue Option, Metaprogrammierung in C++ zu machen. Einfach Funktionen schreiben, wo man dann auch direkt lesen kann, okay, entweder ist es das eine oder das andere. Okay. Jemand Fragen dazu? Wobei, also in dem Fall ist ja der Witz ist ja, dass nur die eine oder die andere Zeit von den Optionen wirklich evaluiert wird. Das heißt, die eine oder andere kann syntaktisch kaputt sein und genau, gar nicht funktionieren. Wenn die aber beide jederzeit evaluierbar sind, dann müsste es ja trotzdem gehen, weil dann hat er zwar eine If-Bedingung, stellt aber fest, dass die... Das hat nichts mit der Evaluierbarkeit zu tun. Also
in der const-extra-Funktion sage ich ja nur, dass diese Funktion auch zur Compile-Time ausführbar sein soll. Sie ist trotzdem noch zur Runtime ausführbar. Und wenn ich jetzt dort zwei Return-Werte habe, die einen unterschiedlichen Typ haben, dann kann auch eine const-extra-Funktion das nicht zur Runtime ausführen. Deswegen brauche ich ein const-extra-if, was eben sagt, es geht wirklich nur zur Compile-Time, wird dieses if entschieden. Und das geht eben, weil die Parameter von der const-extra-Funktion auch alle zur Compile-Time ja bekannt sind in dem Moment. Und dann kann ich das ausführen. Also ich kann nur anhand der Typen das entscheiden lassen, nicht anhand der Werte. Also, ja. Yeah. Gut. Dann machen wir weiter. Das Regel Language Projekt. Erstmal so ein bisschen als Einführung. Das ist halt echt über den Tellerrand schauen. Das ist jetzt weder was, was man morgen anwenden soll oder anwenden kann. Also es ist wirklich dazu da, über den Tellerrand zu schauen, mal gucken, was gibt's noch, was kann man eigentlich noch besser machen. Also es ist einfach auch neue Denkansätze finden, darüber nachzudenken, die Probleme zu lösen. Deswegen ist es auch schwer, eine gute Grundlage als Motivation zu finden. Jeder hat da sicher seine eigene. Letztlich geht es darum, einfach für Systemprogrammiersprachen neue Ideen zu evaluieren, was könnte man noch machen. Und ein Problem, was ich so sehe, dass letztlich Typen sind wie globale Variablen zur Compile-Zeit. Und im Moment ist so ein Trend, dass in vielen Programmiersprachen, auch in Swift und Java, immer mehr Typen geschrieben werden. Einfach durch Generics, durch Template-Metaprogrammierung erzeugen wir unendliche Anzahlen von Typen, was letztlich nichts anderes ist als ein Haufen globaler Variablen, wenn man das einfach mal aus Compile-Time-Sicht betrachtet. Und wenn man das einmal anerkennt, dann würde man sagen, okay, globale Variablen, das war schon bei der normalen Programmierung nicht so der Trend. Sollte man vielleicht die Anzahl ein bisschen reduzieren. Und jetzt hier ein kleines Beispiel in C++. Ich habe einen normalen Vektor, int 32. Okay, funktioniert, ist ja super. Aber ich habe noch einen zweiten Vektor, unsigned int 32. Ich sag mal, nahezu alle Funktionen von dem Vektor, um die zu sagen, alle, interessiert überhaupt nie, ob der Typ unsigned oder signed ist. Es gibt keine Funktion in einem Vektor, die sich darum kümmern müsste, ob der Typ signed oder unsigned ist. Trotzdem sind es in C++ grundlegend zwei verschiedene Typen. Ist natürlich richtig, wenn ich es verwenden will, als Argument, will ich ja unterscheiden, kriege ich hier signed oder unsigned. Aber für die Implementierung ist es überhaupt nicht entscheidend. Trotzdem habe ich auch zwei unterschiedliche Implementierungen. Ich hatte eigentlich ein Beispiel vorbereitet. Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Ja. Ich musste dummerweise, um die ganzen Gerätschaften anzuschließen, Rechner neu starten. Und jetzt ist natürlich der Tab weg. Und mit dem Beispiel gerade haben wir den Tab natürlich auch überladen. Na super. Da müssen wir das einfach glauben. Ich habe letztlich in dem Beispiel einfach diese beiden Vektoren instanziert in der Funktion und habe damit ein bisschen Unfug gemacht, so dass der Optimizer die Typen nicht, also diese Werte nicht einfach wegschmeißen kann. Und mir danach den Assembler-Code angeschaut, einfach auch im Godbolt, was wir eben schon gesehen haben. Und musste feststellen, dass zwar viele Funktionen einfach geinlined werden, und wir auch 90% der Funktionen vom Vektor gar nicht benutzt haben in dem Beispiel, aber
trotzdem zumindest eine Funktion, und zwar für das Allokieren von Elementen, wenn eben der Vektor überläuft, also wenn die Kapazität nicht mehr reicht, dass diese Funktion doppelt instanziert wurde, obwohl keiner der Assembler-Instruktionen Unterschiede aufweist. Und das im aktuellen GCC unter O3. Das ist einfach ein gutes Beispiel gewesen, um zu zeigen, der Optimizer hat damit auch ein Riesenproblem. Also wir definieren in der Sprache einfach einen Haufen Typen und verlassen uns darauf dann, dass der Optimizer feststellt, okay, das kann ich alles wegschmeißen. In dem Moment, wo das einfach genügend Typen werden, schafft er das nicht mehr. Nie im Leben. Ja. Und das Dilemma geht ja noch weiter. Wir haben jetzt die Vektoren nur mit den Elementtypen instanziert. Aber wir haben ja noch den Allocator. Nur ist es so, es sind nur sehr wenige Funktionen in einem Vektor, die wirklich mit dem Allocator was zu tun haben. Und die aktuelle Überlegung ist, dass man eigentlich in einem Vektor noch mehr Sachen kodieren will. Zum Beispiel, wie viele Elemente sind in dem Small Vector Optimization enthalten. Letztlich, dass man das irgendwie alles angeben muss, ist klar, aber ist es alles richtig in den Typ zu packen, in die Typsignatur? Brauchen wir das an jeder Stelle? Und ja, meine Feststellung ist dann in dem Moment erstmal, C++ ist dort nicht gut genug. Man könnte es vielleicht verbessern. Ob man es hinkriegt, ist eine ganz andere Frage. Und idealerweise bräuchte man irgendwas wie eine Idee für OOP im Typsystem, also um einfach besser dort arbeiten zu können. So, und an der Stelle enden natürlich meine Slides, weil ich nicht genügend Zeit hatte, ja noch mehr vorzubereiten. Aber einfach ein paar andere Geschichten, die ich schon vorher in einem Vortrag hatte, kann ich mir mal vorstellen. Und zwar ist die dahinterliegende Überlegung, wie ich einfach zu dem Rebuild Language Projekt gekommen bin, ein neues GUI-Framework zu schreiben. Und warum ein neues? Und der Trend ist einfach, um schnelle Software schreiben zu können, brauchen wir einfach sehr schnelle Datenstrukturen. Und eine GUI ist im Wesentlichen ein Riesenbaum. Also war das Erste natürlich, okay, wenn man festgestellt hat, ich will ein GUI-System implementieren, habe mir den ganzen Rendering-Kram alles angeguckt, aber ich brauche jetzt eine Delle schnellen Baumstruktur. Okay, was gibt's da? Naja, wenn man ein bisschen googelt, findet man immer diese Tree-Haha-Datei. Irgendwie nicht so der Knüller. Praktisch jede Tree-Implementierung hat einen Pointer pro Node. Das ist für den aktuellen Prozessor irgendwie alles sehr suboptimal, weil ja, wir müssen praktisch ständig auf andere Memory-Pages wechseln. Ja. Ich habe dann angefangen, eine Implementierung zu starten und zu sagen, gibt es denn für ein Tree irgendwelche Alternativen? Kann man das anders implementieren? Und eine Idee war, einen Vektor als Storage zu benutzen. Und um jetzt einfach zu merken, welches Element auf welcher Ebene von dem Baum sich eigentlich befindet, habe ich einen Drift eingeführt. Also einfach, normalerweise gehe ich einfach, Drift von 0 heißt, das Element ist das Kind des vorhergehenden Elementes. Ein Drift von 1 heißt, es ist Nachbar von dem vorhergehenden Element. Und ein Drift von 2 heißt demzufolge, es ist ein Nachbar von dem Parent des vorhergehenden Elementes. Und das geht natürlich hoch bis wieder zum Root-Knoten. Und einfach diese Speicherart hat natürlich bestimmte Vorteile und Nachteile. Und dann komme ich natürlich auf die Idee, okay, jetzt müsste man ja irgendwie generisch was schreiben, um sagen zu können, ich habe hier meinen Anwendungsfall, zum Beispiel eine GUI, und will das mal eben umschalten zwischen den verschiedenen Tree-Implementierungen. Nur ist es aber so, dass eben in C++ ja alles in dem Typ abgebildet wird und deswegen es einfach extrem schwierig wird, ein Framework zu schreiben, wo ich die Typen einfach austauschen kann. Das nächste Ding ist dann auch ein Key-Value-Store. Könnte man genauso hingehen und sagen, okay, ich will meine Key-Values einfach in einem Vektor speichern. Es gibt extrem viele Implementierungen, aber die sind alle in irgendwelchen kommerziellen Projekten, 3D-Engines oder so, verbuddelt. Und niemand hat die irgendwie groß veröffentlicht oder wie auch noch. Ja. Gibt es natürlich verschiedenste Arten. Ich kann dann sagen, okay, ich speichere meinen Key in einem eigenen Vektor und meine Values in einem anderen Vektor und will das synchronisieren. Ich will zum Beispiel Caches anlegen, also
Wenn ich jetzt Änderungen an so einem Objekt vornehme und das ist im Vektor gespeichert, dann ist es natürlich aufwendig, dort den Vektor jedes Mal entsprechend umzusortieren und neue Eingaben zu machen. Ja, die Idee ist, machen wir transparenten kleinen Cache, wo ich mir die neuen Einträge einfach ablege und die aus dem Cache benutze. Ja, Small Storage Optimization. Und dann ein großes Thema ist dann auch, wenn ich so einen Key-Value-Store habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch nach einem anderen Key auch meine Daten durchsuchen will, ziemlich groß. Aber es gibt keinerlei Unterstützung, wie ich das irgendwie in C++ fassen kann. Also ich kann das alles machen. C++ kann man alles ausdrücken. Aber schreibe einfach so unendlich viel Quellcode dafür, dass es dann niemand mehr warten kann. Das ist praktisch wie Spaghetti-Code unter C. Also wir haben einen Haufen Funktionen, wir können alles machen damit. Aber wir müssen praktisch selber irgendwie uns ein System ausdenken, für die Typen wie für die Funktionen, wie das eben sortiert wird. Ja, und dann hört es ja nicht auf. Es gibt ja noch eine Menge mehr Collections. Ein Ding ist zum Beispiel, eine schnelle Datenstruktur wäre ein unsortierter Vektor, wo ich einfach sage, wenn ich mittendrin ein Element lösche, dann kopiere ich einfach das Letzte an diese Stelle. Ist für viele Sachverhalte einfach wesentlich schneller. Ja. Ein permanent sortierter Vektor. Also wenn ich neue Elemente einfüge, füge ich die einfach an die richtige Stelle ein. Die Methoden gibt es alle, die Algorithmen, aber keine Datenstruktur. Genauso könnte man sich überlegen, okay, statt den Vektor ständig Elemente umzukopieren, kann ich mir einfach merken, welche Elemente haben einfach gar keinen Wert. Auf welche Weise auch immer, Bitmaske oder in den Objekten selber. Gibt es verschiedene Arten und Weisen. Genau. Und dann ein anderes großes Thema wäre Datenstrukturen. Ich habe in C++ und auch in vielen anderen Sprachen keine Möglichkeit, in den Datenstrukturen zu optimieren, wie die Felder gespeichert werden. Also normalerweise sucht sich da C++ irgendwas aus. Selbst C hat keine Definition, wie eine Struktur letztlich gelayoutet wird. Aber es gibt bestimmte Randbedingungen, die einfach verhindern, dass der Optimizer irgendwas machen könnte. Und das andere ist, es gibt derzeit auch keinen Optimizer, der an dem Layout von Datenstrukturen irgendwas rumschraubt. Und das Konzept geht ja dann noch weiter. Und das sind eben, Speicher ist ein Array mit Objekten, so wie wir es aktuell immer machen. Und kann ich nicht das Interface auch größtenteils erhalten, wenn ich ein Object auf Arrays mache? Weil letztlich ist der Zugriff ähnlich. Ein anderes Thema, was ich auch gefunden habe, ist, dass die LLVM-Leute massiv dazu übergegangen sind, so eine Bitpack-Data-Structures zu machen. Die nutzen einfach aus, dass ein Pointer bestimmte Bits für das Alignment gar nicht selber nutzt. Und dort kann man wertvolle Storage reinpacken. Man muss dann eben nicht nochmal ein Extra-Byte irgendwo beantragen, was natürlich dann auf einer 64-Bit-Maschine auch wieder 64-Bit, also 8-Byte. Und je größer unsere Datenstrukturen werden, desto länger braucht man natürlich, um die auch durch Memory-Bus zu schieben. Genau. Ein optimal kodiertes Optional. Ein Optional muss ich ja merken, ob ein Wert enthalten ist oder nicht. Also wenn ich einfach sage, ich nutze halt das niedrigste Bit, um das zu speichern. Wenn da eine 1 drin ist, dann ist das nicht belegt. Wenn eine 0 drin ist, dann habe ich einen Align-Pointer da drin stehen. Und das ist für verschiedene Datentypen einfach auch möglich. Also häufig brauche ich nicht die vollen 64-Bit. Ich kann einfach auch mit 63-Bit sehr gut leben. Und dasselbe kann man natürlich dann erweitern für Varianz. Also jetzt mit C++17, der Varianttyp, speichert ein ganzes Integer, nur um zu speichern, welcher Typ da drin steckt. Muss dann natürlich wieder align, sind wieder 64-Bit. Genau. Gibt es noch viele weitere Themen, die man sich da überlegen kann, was alles fehlt. Also ich sage ja gar nicht, dass man das nicht machen kann. Es ist einfach nur nichts verfügbar dafür. Und letztlich dann meine Schlussfolgerung gewesen, okay, man braucht irgendwie bessere Abstraktionen. Kommen wir zu dem Teil, den ihr wahrscheinlich schon eher ein bisschen erwartet. Was haben wir da für Ideen bisher? Also nur um das nochmal abzurunden, das Rebuild Language Projekt ist jetzt keine konkrete Sprache, sondern es sind nur Ideen, was man in Sprachen machen könnte.
die Ideen muss man natürlich dann ausprobieren. Und dafür gibt es natürlich auch schon einen Compiler, der verschiedene Ideen ausprobiert. Und die zentrale Idee, die ich derzeit verfolge, ist Compile-Time Code Execution. Also anders als C++ zu sagen, ich habe hier drei verschiedene Sprachen. Ich habe eine Makrosprache, ich habe eine Template-Sprache und ich habe meine normale Sprache. Mittlerweile haben wir eigentlich noch vier. In Constexpr-Funktionen ist ja C++ auch ein bisschen eingeschränkt. Aber es ist zumindest dieselbe Syntax. Also lassen wir das mal durchgehen. In C++ gibt es zumindest mal drei verschiedene Sprachsysteme. Jetzt könnte ich auch hingehen und sagen, okay, warum machen wir das Ganze? Akzeptieren wir doch einfach, dass wir auch zur Compile-Time einfach ja, Nebenwirkungen generieren wollen, dass wir alles machen können wollen. Und zwar in derselben Sprache, wie wir auch unseren Runtime-Code schreiben. Weil letztlich, warum will man da irgendwas unterscheiden? Und das macht es zum Beispiel dann möglich, auch so eine Ansätze zu verfolgen, wie OOP zur Compile-Time umzusetzen. Also ich kann mir einfach Objekte instanzieren, kann da verschiedene Interfaces für bauen und kann sagen, hier, mein Typ unterstützt ein bestimmtes Interface. Und dann muss ich eben, kann auf diesem Interface arbeiten. Ein bisschen kommt die Idee in die Richtung, was Concept für C++ werden sollte, wann immer das kommen mag, wenn es überhaupt mal kommt. Und ja, wenn wir aber sagen, von vornherein, wir designen eine Sprache, die so ein Konzept unterstützt, also die jetzt wirklich sagt, dass das ist dasselbe, zur Compile-Time-Code auszuführen oder zur Runtime, dann kann man die Sprache ganz anders designen. Und das ist im Moment so ein bisschen, wo der meiste Gehirnschmalz reinfließt. Und letztlich das Komplexeste, was dann übrig bleibt von einer Sprache, das sind eigentlich die Funktionsargumente. Wenn man sich das mal genau überlegt und mal so von 10 Kilometern Höhe betrachtet, ist eigentlich Funktionsargumente nichts anderes als eine Struktur. Wir geben jedem Feld einen Namen, jedes Argument bekommt einen Namen und einen Typ, hat sogar Default-Werte. Also war eigentlich besser vor C++11 als die Struktur, die man definieren konnte. Ja. Dann ist der nächste Gedanke, warum sind es eigentlich immer so nur Strukturen? Kann man nicht in Funktionsargumenten noch wesentlich mehr machen? Ja. Wie ich schon sagte, also Argumente sind einfach quasi eine Struktur oder ein benanntes Tuple, je nachdem, wie man es betrachtet. Also ein Konzept, was eben noch dazukommen könnte, sind Block-Argumente. Also ein Block ist in dem Fall ein Code-Block. Ich könnte sagen, hier, ich will nicht einfach nur Werte übergeben, sondern ich will auch Code-Blöcke übergeben. Das macht dann natürlich Sinn, wenn dieser Code-Block dann quasi ein Compile-Time-Konstrukt ist. Also ich kann dann in diesem Code-Block natürlich den Code anders auswerten lassen in der Funktion, als das außerhalb der Funktion passieren würde. Ruby hat da schon eine sehr gute Syntax und es macht zum Beispiel möglich, so eine Funktion wie map oder transform in C++ sehr einfach aufzuschreiben, weil einfach danach ein Block beginnt und dann der Inhalt folgt. Kann man natürlich Compile-Time-Argumente nochmal separat erfassen. Und noch sowas wie Pattern-Matching ist in C++ komplett runtergefallen. Also warum können die Argumente nicht sofort Strukturen auseinandernehmen? In C++ 17 kommt ja jetzt, dass wir das Zerteilen von Pairs und Argumenten sofort in der Zuweisung machen können, aber wir können es nicht in Funktionsargumenten machen. Ein anderes System, was ist nicht das Compile-Time-Reflection, sondern das Compile-Time-Reflection. Also wir wollen einfach über unseren Code reflektieren können zur Compile-Time. So, Runtime ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn wir das zur Compile-Time können, können wir uns auch ein Custom-System schreiben, was zur Runtime genau die Informationen zur Verfügung hält, die wir auch brauchen. Also man muss da einfach sich nicht viel Mühe geben, sondern kann einfach sich zur Compile-Time die Informationen raussuchen und in Runtime Strukturen abspeichern. Genau, also dieses Reflection-System kann natürlich auf verschiedensten Ebenen arbeiten. Die unterste Ebene wäre, wir haben einfach eine Liste von Tokens und können die neu zusammensetzen zu neuen Expressions. Wir können direkt auf dem AST arbeiten, können sagen, okay, gib mir die Strukturen, die der Compiler intern auch nutzt. Und man könnte aber auch hingehen und sagen, man
wertet die ausgewerteten Daten aus. Letztlich sind das ja auf Compiler-Ebene dann eine Art Intrinsics. Also Clang zum Beispiel kompiliert ja intern zu so einer virtuellen Maschine. Und man könnte einfach diese Instruktionen auch verfügbar machen. So dass ich einfach, statt jetzt im Clang, im Plugin schreiben zu müssen, eben mir einfach eine Library lade, die zur Compile-Time Code ausführt und anfängt, den Code zu optimieren. Und damit einfach auch viel einfacher möglich wird, so eine Optimizer auszutauschen. Also ich kann einfach hingehen und lade mir den runter und bind den ein, probiere den aus. Ich habe dann auch die Möglichkeit, hinzugehen und zu sagen, ja, optimiere mir genau diese Funktion. Und das ist nämlich meine wichtige. Ich weiß als Programmierer, das ist die Funktion, da läuft der Pixel-Loop durch. Die wird 10 Milliarden Mal ausgeführt. Der normale Optimizer von C++ muss jeden Code betrachten. Er kann nicht groß schlussfolgern, wo ist der Bottleneck, was ist das Wichtige. Und unter Umständen optimiert er dann eben das Falsche, beziehungsweise er kann sich einfach gar nicht so viel Mühe geben. Oder einfach sagt, er hat einen Time-Constraint und irgendwo muss er aufgeben. Und letztlich sind diese Intrinsics quasi die eingebauten Befehle, die wir sind ein Assembler on Steroids. Also er ist einfach, ist nicht dasselbe Niveau wie ein Assembler, aber arbeitet auf derselben Ebene. Also sind sehr runtergebrochene Befehle. Und wenn wir sagen, das ist wirklich auch plattformabhängig, dann können wir auch hingehen und sagen, ja, schaffen wir das überhaupt in C++? Also warum macht C++ ein eigenes Memory-Modell? Warum hat C++ ja, ein eigenes Konzept, wie Integer funktionieren, wie unsigned Integer funktionieren? Das limitiert letztlich die Implementierung. Also eigentlich ist Integer-Arithmetik unter C++ und auch C unfeind quasi immer. Weil es hängt ja von den Werten ab, ob der Integer überlaufen wird. Und ein Überlauf von Integern ist undefined Behavior. Insofern können wir da überhaupt verlässlich Programme mitschreiben. Aber die Plattform weiß das. Also jede Hardware hat ein Carry-Bit. Ich habe nur in C++ keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Und wenn man sich das mal genau anguckt, in Qt oder auch anderen plattformübergreifenden großen Bibliotheken, wird nochmal sehr viel obendrauf gelegt, um plattformunabhängig zu werden. Boost hat für seine SIMD-Library quasi riesen Conditions, sind wir der Compiler, unterstützen wir auf dieser Plattform diesen SIMD-Befehl und dann wird ein Intrinsic hingeschrieben. Letztlich können wir auch sagen, okay, jede Plattform ist anders und wenn wir ja, plattformunabhängig werden wollen, brauchen wir dafür eine Library, die das abbildet. So wie wir es jetzt aktuell auch schon haben. Ja, letztlich alles Ideen. Nochmal kurz zusammengefasst, also die große Idee ist diese Compile-Time-Code-Execution, komplexere Funktionsargumente, Compiler-Reflection und diese Assembly-Idee. Natürlich gibt es ständig neue Ideen, ich habe jetzt nur auch einen Teil davon vorstellen können, aber das sind so die größten und wichtigsten. Dann vielleicht nochmal ein bisschen zu dem aktuellen Status vom Projekt. Ich habe ungefähr Ostern damit angefangen, also das heißt, wir sind jetzt 8 Monate im Projekt und man denkt nun am Anfang, ja, es ist jetzt ja ein kompletter neuer Compiler, eine ganz neue Sprache, dauert es nicht ewig, sowas zu bauen oder sich auszudenken. Aber wie ich schon sagte, wenn man das runterbricht und das sind nur Experimente, es geht nicht darum, eine Sprache zu bauen, die am Ende jetzt für die Menschheit der nächste Schritt ist, sondern es geht nur darum, erstmal Konzepte auszuprobieren. Wo wollte man so eine Sprache denn hinsiedeln? Dann ist es doch machbar und einfach. Also die aktuell habe ich so eine RFCs, Requests for Comments, geschrieben und bei GitHub veröffentlicht in einem Projekt. Das erste Dokument ist natürlich die Motivation, warum will man das überhaupt machen? Wobei das, glaube ich, noch nie so das Nonplusultra ist. Also ich denke, da kann man auch wesentlich mehr und besser motivieren, warum man jetzt so eine Sprache machen will. Also je länger ich mich auch mit dem Projekt beschäftige, desto mehr Lücken finde ich auch einfach in C++ und anderen Sprachen. Dann eine klare Definition, dass wir wahrscheinlich anders als in C++ eine Keyword-Only-Deklaration machen wollen. Also in C++ kann ich eine Funktion schreiben und die beginnt nicht mit einem Keyword. Das macht es extrem kompliziert, im Nachhinein auch zum Beispiel in einer Funktion Funktionen zu definieren und das ganze Parsing. Also deswegen können wir auch keine Variablen anlegen mit Klammer auf Klammer zu, weil der Compiler das einfach nicht auswerten kann.
Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen einfach den Weg, wie Rust zum Beispiel, vor jede Funktion kommt fn, dann wird es plötzlich ganz einfach. Und plötzlich wird auch die Sprache wesentlich einfacher parsbar und wir haben eben mehr Potenzial für andere Geschichten. Also wir können die Sprache dann auf andere Weise komplex machen. Dann gab es die Idee für Metatypsystem. Das ist so ein bisschen diese Idee Richtung OOP für Typen. Ist aber nicht wirklich weit ausgereift. Also, weil um das auszuprobieren, brauche ich dann natürlich erstmal eine Basis, wo ich überhaupt Typen definieren kann, wo ich damit überhaupt arbeiten kann. Zwischendurch habe ich dann mal drüber nachreflektiert, wie Pointer denn eigentlich arbeiten müssten. Und mich gefragt, warum C++ dafür zwei Operatorzeichen in Beschlag nimmt, also ein Und und ein Stern. Würde es nicht reichen, wenn man nur den Stern nimmt zum Beispiel, und wenn man den Stern davor schreibt, dann ist es, wir haben einen Pointer auf etwas, und wenn ich einen Stern dahinter schreibe, dann heißt es, dereferenziere das Objekt. Das ist diese Pointer und References RFC. Compile-Time Code Execution ist eine sehr umfangreiche Geschichte. Und ja, dann eine Überlegung hin, warum ist C++ denn eingeschränkt? Also wir haben in C++ einen festen Satz von Operatorzeichen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich eine Matrix-Bibliothek anschaut, dann ist es eigentlich immer ein Krampf. Weil irgendwo gibt es Operationen in der Matrix-Domäne, für die gibt es keine Operatorzeichen in C++. Und das andere ist natürlich, die Operatoren haben alle eine feste Präzedenz. Und zum Beispiel der Streaming-Operator hat dann einfach mal diverse Probleme. Und deswegen war die Überlegung, okay, können wir nicht hingehen und sagen, man lässt wie in Scala oder in anderen Programmiersprachen zu, dass die Programmierer eigene Operatorzeichen definieren. Und wenn man das zulässt, dann fängt man erstmal an zu überlegen, okay, wie muss ich denn jetzt Operatoren und normale Identifier trennen? Wie kann ich da überhaupt noch irgendwas parsen von? Und das ist dieses RFC. Und dann das nächste war dann Line Continuations. Also wie kann ich möglichst gut unterscheiden, ob der Programmierer eine Zeile einfach nur fortsetzen will oder ob er abbrechen will, also das Statement beendet. Und einher geht damit dann noch das Blöcke, wie werden Blöcke gruppiert. Ziel von diesen beiden RFCs ist es, letztlich eine Programmiersprache zu schaffen, wo man die Sonderzeichen oder die Operatorzeichen möglichst maximal reduziert. Also eine Überlegung ist, möglichst Klammern komplett zu vermeiden. Geschweifte Klammern sind auch überhaupt nicht verwendet in der Sprache bisher. Einfach mal zu gucken, wie weit kommt man denn? Wo ist denn das Limit, was ich noch parsen kann? Und da sind das eben Ideen, wie wir eben trotzdem eine parsbare Sprache bekommen, ohne diese ganzen Zeichen. Also es gibt auch keinen Semikolon am Ende der Zeile. Der Compiler soll das einfach selber erkennen. Ob dann die Sprache, die dadurch definiert wird, die ist, die man praktisch jeden Tag einsetzen will, ist eine ganz andere Sache. Aber man muss es erstmal ausprobieren und gucken, wo ist denn das Limit, um dann sagen zu können, okay, man entscheidet sich für das oder das. Es gibt noch jede Menge Proposals, die jetzt noch nicht auf GitHub liegen. Also zum Beispiel Argument-Dependent Lookup ist in C++ ein Thema. Und ich frage mich aber, bringt das mehr Nutzen als Probleme oder bringt es mehr Probleme als Nutzen? Und ich habe einfach mal überlegt, was hat das denn für Auswirkungen, wenn man das weglässt? Und irgendwie ist das nicht schön. Und wenn man es aber wieder einführt, hat das auch Implikationen, die man nicht unbedingt haben will. Insofern gibt es da einfach noch keine Lösung, deswegen auch noch kein RFC. Ein Argument-Type, also wie sieht die Argumentliste als Typ aus? Kann ich das als Typ repräsentieren? Ja, Blöcke als solche. Compile-Time-Caching, also wir Compile-Time-Code-Execution haben. Das haben wir ja auch schon in C++, das Problem mit den Const-Extra-Funktionen. Das ist zwar schön, dass wir das haben, aber praktisch nutzbar ist es kaum, weil die Funktionen ganz schnell so lange brauchen, dass einfach die Compile-Time so explodiert, dass man es dann auch nicht mehr ausführen will. Und wenn man jetzt sagt, man hat eine Sprache, die sowieso von vornherein auf Compile-Time-Code-Execution ausgelegt ist, dann wäre es auch gut zu sagen, dann bauen wir ein entsprechendes Caching ein. Also ich kann doch die Ergebnisse mir merken und einfach wiederverwenden. Wenn ich nachweisen kann, dass sich nichts geändert hat, braucht der Compiler nichts machen.
Und wie das genau implementiert wird, ist alles noch undefiniert, deswegen ist es auch nicht veröffentlicht. Ja, die Function Binding Levels spielt in die Operator-Geschichte mit rein. Ich brauche ja dann irgendwie, muss ja Vorrangregeln definieren können. Ich muss sagen können, es ist links assoziativ, rechts assoziativ. Da ist die aktuelle Idee, das eben über Binding Level zu machen. Ich kann eben Operatoren bestimmten Binding Leveln zuordnen und diese Binding Level kann ich dann über Vergleichsoperatoren sortieren. Also ich kann sagen, das hat ein größeres Binding als ein anderes Binding Level. Und wenn ich zwei Operatoren habe, die unterschiedliche Binding Levels haben, die keine Vergleichsoperatoren haben, dann kann ich auch einfach dem Programmierer sagen, hier, du musst da irgendeine Klammer setzen. Da gibt es einfach keine Vorrangregeln für. Module ist auch ein heißes Thema, aber es ist auch noch in weiter Ferne. Deswegen habe ich mir da nicht allzu viel Gedanken gemacht. Metatypen über Strukturen und ja, noch ein paar mehr, die ich jetzt noch gar nicht erwähnen will. Das ist so das, was es an den Ideen gibt. Dann gibt es diesen RLC, das ist der Rebuild Experimental Compiler. Das ist aktuell in C-Sharp geschrieben, wobei mir jetzt so aufgefallen ist, dass C-Sharp da irgendwie eine sehr ungünstige Sprache ist, um Compiler darin zu schreiben. Und auch vor allem Compiler-Experimente, wenn es mir gar nicht darauf ankommt, schnell einen Code zu schreiben. Ich habe es extra nicht in C++ geschrieben, weil in C++ habe ich immer den Trend, den Code dann doch zu optimieren. Und jetzt C-Sharp fällt es mir wesentlich leichter zu sagen, ach, lass mal, der führt das jetzt eben 20 Mal aus. Aber für meine kleinen Testprogramme, die jetzt aktuell damit gebaut werden, ist das alles völlig egal. Das Optimieren kann man später machen. Es geht jetzt wirklich darum, kann ich es parsen, kann ich daraus Code generieren. Also der Experimental Compiler, er kann schon Compile-Time-Code-Execution. Er generiert auch C++-Code, der dann auch kompiliert wird und man kann ihn dann auch zur Runtime ausführen. Der Inhalt ist natürlich noch eher mau. Man kann jetzt aktuell Funktionen deklarieren und aufrufen. Ja, und das Wesentliche, was jetzt da drin steckt, ist eigentlich die Infrastruktur. Ich habe einen Scanner, um Tokens zu parsen oder zu bekommen, einen Parser, um daraus irgendwie eine Struktur zu bauen, ein AST, und eine Infrastruktur für die Intrinsics, um einfach zu sagen, okay, das sind meine Basic-Level-Funktionen. Wobei im Moment das einzige sinnvolle Intrinsics ist ein Print-Statement, was eigentlich gar kein Intrinsic ist, aber für das Debugging und das Testen vom Compiler einfach mal Gold wert ist. Weil alle anderen Operationen schließen sich da einfach mal hinten an. Genau, es gibt schon einen Typen, das ist ein Anzeichen 64-Bit-Integer, weil ich den brauche, um später Strukturgrößen beschreiben zu können. Und auf diesen Typen gibt es schon zwei Operationen, das ist Addition und Subtraktion. So. Das ist ungefähr der Status, auf dem wir uns aktuell bewegen. Also sozusagen das Projekt ist jetzt nicht wirklich benutzbar, wie ich es schon initial gesagt habe. Soll es auch gar nicht. Es geht eben wirklich darum, die Sachen auszuprobieren. Der nächste Schritt, wo ich jetzt noch nie dazu gekommen bin, aber ich hoffe in den nächsten Wochen und vielleicht Monaten das ausbauen zu können, ist Zuweisungen auch einzubauen. Da denkt man sich so, ja, Zuweisung ist ja jetzt nur gar kein Akt. Aber da steckt eine ganze Menge Theorie dahinter, die man erstmal gut hinterfragen kann. Also spring nicht, also wir haben ja in C++ durch C++ 11 jetzt dieses Konzept mit dem LVS, R-Values, was auch bei den normalen Programmierern angekommen ist und dann eben auch die, was gibt es noch, die LR-Values, also die wir mit Move benutzen letztlich. Und diese ganzen Konzepte, ja, braucht man die wirklich so? Muss das so kompliziert sein? Und das macht eben eine Zuweisung zum Beispiel. Wir können eigentlich nur eine Zuweisung durchführen, wenn wir einen Pointer auf etwas haben. Ob der Pointer jetzt auf eine Speicheradresse zeigt oder auf ein Register, ist erstmal egal. Aber wir brauchen was, was wohin zeigt, wo wir sagen, dort soll der Wert abgespeichert werden. Und wäre es dann nicht folgerichtig so, dass ein Gleichoperator eben einen Pointer bekommt und einen Wert? Und ja, aus dieser Überlegung heraus ist natürlich dann klar, ich muss erstmal Pointer implementieren, damit ich Zuweisungsoperator bauen kann. Ja, und da sozusagen, das erzählt sich jetzt so einfach im Nachhinein, was das so Überlegungen sind, aber es ist natürlich wesentlich schwerer, aus dem Nichts heraus auf diese Ideen zu kommen und sich zu überlegen, okay, was will ich denn hier eigentlich machen? Deswegen dauern diese Überlegungen eigentlich den Großteil der Zeit. Das Implementieren des Codes ist ein Bruchteil. Trotzdem ist es natürlich wichtig, so einen Experimental Compiler zu haben,
Weil nur so kann ich sicherstellen, dass meine Ideen überhaupt irgendwas wert sind. Also dass da überhaupt irgendwas von parsen kann. Und auch wo ich damit angefangen habe, war ich mir einfach nur unsicher, geht das überhaupt? Und beim Implementieren ist mir eben auch klar geworden, nee, viele Konzepte muss ich nochmal anpassen. Ja. Soweit eigentlich der Status. Dann habe ich ja noch ein paar Links zusammengefasst. Die könnt ihr jetzt natürlich alle nie so richtig anklicken. Ja, ansonsten ist einfach nur der Saal offen für Diskussionen. Mal einfach so in die Runde gefragt. Seht ihr Bedarf, eine neue Sprache zu machen? Oder sagt ihr, C++ ist cool, wie es ist? Habe ich euch überzeugt? Das ist eher die richtige Frage. Also es ist schon so, dass man Bedarf hat. Ja. Aber ich kann mal sehen, ich bin am Anfang gebracht, dass die sich dafür erfahren. Ich meine, dass jetzt zum Beispiel ein Standard-Vektor sich bis jetzt nur in den Integer und in seinen Integer zweimal Funktionen generiert, ist ja eine Frage der Qualität der Implementierung. Ich kann es ja tatsächlich auch so implementieren, dass es nur eine Funktion ist. Das ist ja auch sicher. Also eine Konsequenz aus den ganzen Überlegungen kann einfach sein, man programmiert jetzt C++ auch ein bisschen anders. Naja, genau. Zu sagen, so, wir hinterfragen mal das, was wir uns bisher so. Wir haben es uns einfach gemacht bisher, aber das funktioniert vielleicht aus irgendeinem Grund nicht mehr. Jetzt wollen wir es halt vielleicht nochmal rekursiv rollen, genau. Aber jetzt, ich würde jetzt gar nicht so weit gehen, zu sagen, wir schmeißen alles weg und machen alles neu. Ich würde dann schon sagen, ja, dann schaut man mal, also sowas wie Compiler ist schon lecker. Ja. Aber ich würde es jetzt nicht von Grund auf neu haben wollen. Ich würde schon alleine aus Gründen der Vermarktung natürlich irgendwas Existierendes aufbauen wollen. Letztlich kann man ja trotzdem auf was Existierendes aufbauen, indem man einfach sagt, wir generieren daraus C++-Code. Nur, dass den eben keiner mehr warten kann. Ja, so ein Code-Generator, der Code sieht dann meistens so aus wie generierter Code. Ja. Aber wie gesagt, also was ich halt in der Frage sind wirklich deine einführenden Beispiele. Die haben mir nicht gefallen, weil zu jedem dieser Beispiele habe ich mir so gedacht, ja, es gibt Lösungen. Und wenn du gesagt hast, ja, wir haben diesen Container nicht, diesen Container nicht, da gibt es einen Boost, dann gibt es das halt alles. Ja? Klar, es ist nicht Standard, aber es ist halt Boost. Ja? Nichts davon kann man irgendwie mit Boost erschlagen. Also das ganze Storage-Problematik, da gibt es Boost inklusiv, kannst du das machen. Es gibt Boost Multi-Key also wenn du mehrere Keys hast, das geht ja alles. Ja. Also das sind halt so Sachen, wo ich sage, naja, das andere ist noch schön, also gerade so das Thema von Alternativen, das sind wir schon, aber ich habe es gesehen. Also ich mit dem zu, was da viele von deinen Beispielen angeht, aber ich habe genug andere Beispiele, wo ich sagen müsste, genau dafür bräuchte ich das. Also das fängt an bei sehr simplen Sachen wie so ein, ich habe ein Enum mit irgendwie 17 verschiedenen Werten und ich möchte das irgendwie ausgeben, dann muss ich ein Array anlegen mit 17 verschiedenen Strings und das muss alles in Sync sein. Und man kann sowas bauen, wenn man irgendwas mit Makros macht, was ganz Übles, ja, um das hinzukriegen, aber ansonsten ist das ein ganz, ganz simpler Fall von was in C++ nicht ausdrückbar ist. Ja? Notfalls mit Makros irgendwie. Und wo irgendwas in diese Richtung helfen könnte. Ich meine, ich programmiere auch in Ruby und da ist es eben immer so, da baut man sich dann mal schnell irgendwas, was automatisch irgendwelche Funktionen erzeugt oder sowas. Und deswegen kann ich diese Motivation verstehen. Ein anderes Beispiel, etwas komplizierter, ist, wenn ich einen Parser bauen will oder irgendwie sowas, ja, dann kann ich entweder einen Preprozessor, irgendwie Yak benutzen, irgendwie Flex und Yak oder sowas, oder ich muss Spirit benutzen, wo man völlig wahnsinnig wird, ja, weil so lange getrickst wird, bis man das irgendwie in C++ reinbekommt. Oder man wäre denkbar sozusagen, diesen Parser in deiner Struktur, in deiner Sprache, einen Parser in Parser zu implementieren, der einem eine ganz simple, einfache Struktur gibt, weil diese Syntax ja so flexibel sein kann, dass man nur Operatoren selber definieren kann und diese Sachen.
Also all diese Stellen, wo eine höhere Struktur irgendwie in meinem Programm drin ist, die ich nicht ausdrücken kann in den Primitiven, die C++ mir zur Verfügung steht, da wäre es nett, mehr Flexibilität zu haben. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Also man könnte jetzt hingehen und sich praktisch einen Parser für zum Beispiel C schreiben, den zur Compile-Time nutzen, um Header-Dateien von C öffnen zu können und diese für FFI-Interfaces für diese Sprache zum Beispiel auszuwerten. Also es hält einen nichts davon ab, einfach einen bestehenden C-Parser oder auch Compiler zu nehmen und den einfach zur Compile-Time mit auszuführen. Ein anderer Aspekt, der da auch in die Compile-Time-Code-Execution da mit reinspielt, ist einfach Bildsysteme. Also in C++ ist das irgendwie gerade noch eine gute Krücke. Also es gibt kein Bildsystem, worauf sich mal alle geeinigt hätten und gesagt hätten, hier, mit dem wollen wir jetzt wirklich leben. Es gibt zwar CMake, was viele benutzen, aber CMake hat auch seine Schwächen, um es mal harmlos auszudrücken. Es liegt einfach daran, dass CMake am Ende wieder Make-Files generieren muss und ja, da gibt es einfach Einschränkungen. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat eine Sprache, die Compile-Time-Code-Execution macht, dann brauche ich auch kein Bildsystem mehr. Ich brauche nur noch meinen einen Compiler, eine Datei, die schmeiße ich an und die fängt an und sucht meine Projekte und kompiliert alles durch. Das klingt jetzt natürlich alles ganz gut, aber dann... Es hat natürlich Nachteile. Ja. Die Linie ziehen und sagen, das ist jetzt noch mit drin im Scope und das nicht. Weil sonst passiert dann so ein paar Sechs. Ja, da haben sie 20 Jahre lang dran entwickelt, um irgendwie ein paar Sechs zu machen, weil es so flexibel sein sollte und seine eigene Syntax ändern können sollte und alles das, was du jetzt sagst, machen können sollte. Und zusätzlich möchtest du ja im Gegensatz zu Perl 6 das Ganze noch kompilieren, dass es dann auf Bare Metal läuft, was Perl 6 gar nicht versucht hat. Und also der Punkt ist, was aber nochmal klar werden muss. Sehr hohes Ziel, was du dir gesetzt hast, sozusagen, wenn alles irgendwie flexibel sein soll. Das ist im Prinzip automatisch. Dadurch, dass ich einmal sage, es gibt Compile-Time-Code-Execution und ich kann über Code reflektieren. Deshalb, was ich vorhin so kurz angedeutet habe, was wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile braucht, um das sinken zu lassen. Wenn ich das erstmal habe, wenn ich sage, es gibt Code, also Compile-Time-Code-Execution, dann brauche ich plötzlich von der Sprache her kaum noch irgendwas. Das war eigentlich auch das habe ich. Die Perl oder Ruby oder nee. Die das alle haben, die haben quasi Compile-Time-Code-Execution, weil sie eben nur eine Runtime haben. Bei denen gibt es keine Compile-Time. Genau, das ist schon richtig. Und das ist aber dieses, was ich meinte, eigentlich mit dem Assembler und Steroids. Also die Sprache an sich ist eigentlich nur ein Generator für Intrinsic-Sequenzen. Genauso wie ein C++-Compiler eigentlich nur ein Generator für Einsprungpunkte und Assembler-Sequenzen ist. So, und diese Intrinsics, die sind im Prinzip, die muss ich bereitstellen. Und die muss ich aber sowieso bereitstellen. Auch C++ stellt die ja bereit. Irgendwo muss ja auf diese Assembler-Ebene mal zwischen hingekommen werden. So, wenn ich jetzt sage, diese Ebene gibt es sowieso, egal ob ich einen C++-Compiler schreibe oder was Generischeres wie Rebuild, und sag dann, ja, den Rest überlasse ich aber einfach dem Programmierer. Ich habe praktisch die LLVM, VM, die Sprache, und setze oben drauf und sage, hier, der Rest ist dein Problem als Programmierer. Da muss ich plötzlich gar nicht mehr so ein umfangreiches Compiler-Package bauen. Ich muss gar nicht wie Perl 6 plötzlich alle Container und alle Operatoren für alle Typen bereitstellen. Sondern ich habe nur die, die auf der Plattform auch existieren. Ich muss nichts simulieren, weil der Programmierer kann hingehen und sagen, okay, auf der Plattform gibt es keinen 128-Bit-Integer. Na, dann schreibe ich doch eine Simulation und simuliere das mit dem, was auf der Plattform verfügbar ist. Wisst ihr, also dieses Abstraktion des C++ ist dann schon eine Abstraktion, die erstmal ein Programmierer sich schafft. So, und das heißt, ich muss als Sprache, bin ich schon fertig vorher. Na klar, die Bibliothek, die das dann alles bereitstellt, die ist umfangreich. Aber die Überlegung dahinter ist, das muss nicht eine Bibliothek sein, das kann man auch verteilen. Und plötzlich können das viele Entwickler machen und man muss nicht mehr sagen, ja, das macht einer alleine oder ein Team, was den Compiler oder die Sprache entwickelt. Die Sprache ist dann eben einfach fest und flexibel. Aber landest du
dann nicht bei letztlich einer virtuellen Maschine, sowas wie Java oder JavaScript oder sowas, mit vielleicht noch einem Just-in-Time-Compiler, der hinterher auch Maschinencode was macht? Oder? Nee, gar nicht. Also ich habe wie LLVM, also letztlich C++ wird doch in diesen LLVM-Assembler-Code erstmal kompiliert. Danach kommen die ganzen Optimizer und dann kommt der richtige plattformabhängige Assembler-Code raus. Ja, so, die Optimizer funktionieren ja deswegen, weil sie wissen, wie Leute C++ schreiben und deswegen die Sachen... Es gibt einfach, es gibt mehrere Ebenen von Optimizer im LLVM oder im Clang-Stack. Das eine ist erstmal, es wurde erstmal C++ geparst, dann gibt es eine AST und der wird dann erstmal optimiert, dann kommt so eine Zwischenschicht raus von LLVM-Assembler, der wird optimiert und dann kommt das in diese untere Schicht Richtung Backend, wo dann noch weitere Optimierungen gemacht werden und sowas wie Registerzuweisung und plattformspezifische Optimierungen durchgeführt werden. Also es wird einfach auf mehreren Ebenen, in mehreren Typsystemen, also ja, Sprachen auch optimiert. Für andere Sprachen wie Rust wurde auch Clang benutzt, LLVM benutzt, aber Rust selber hat noch nicht so viele Optimierungen, deswegen sind sie noch nicht ganz so schnell in allen Belangen. Aber letztlich diese Sprachoptimierung, die muss ich auch nicht in meine Sprache einbauen, weil letztlich kann ich diesen LLVM-Assembler theoretisch abbilden und sagen, du kannst dir deine eigenen sprachlichen Optimierungen schreiben und die kannst du dann spezifisch dort einsetzen, wo du sie wirklich brauchst. Du kannst hingehen und sagen, hier, ich kompiliere mir die ganze Datei, gib mir alle Funktionen, die dort raus generiert wurden und dann sage ich in so einem generischen Optimierer, mach jetzt hier ein Release-Build raus. Und ich kann aber auch hingehen und sagen, hier, füge die Funktionen alle zusammen oder macht das Sinn? Ich kann sozusagen sogar so eine interaktive Optimierung zusammenbauen. Also, weil ich eben spezifisch sagen kann, dieser Optimizer soll jetzt auf diese Funktion angewendet werden, kann er mir Feedback geben und kann sagen, ja, ich habe es probiert, aber ich konnte diesen Sachverhalt nicht durchführen und so weiter. Das ist das, was in C++ im Moment auch nicht so richtig funktioniert. Die können nur Sachen in den die C++-Optimizer einbauen, die quasi für alle genügend gut funktionieren. Und nur wenige Firmen wie Facebook und Google können sich leisten, dort wirklich für sich die Optimizer anzupassen. Ansonsten ist man nach wie vor darauf angewiesen, dass der Code, der wirklich schnell laufen soll, in Assembler geschrieben wird. Also der wirklich die Plattform ausnutzen soll. Also sozusagen, das einfach nur, um mal dieses Perl-Problem abzufedern. Also ich glaube nicht, dass der Compiler zwingend sehr umfangreich und kompliziert werden muss, nur um eine Sprache zu haben, die sehr flexibel ist. Weil letztlich die aktuellen Sprachen wie C++ leben sehr viel davon, wie viel ist denn schon alles im Compiler drin? Da sind die ganzen Typen drin, in, float, Strukturdefinitionen, das brauchst du alles nicht. Ja, das brauchen wir eben schon, weil da stecken 30 Jahre Entwicklung oder wie viel das jetzt sind und Erfahrungen drin, Wissen drin und so weiter, wie man diese Sachen macht und was funktioniert und was nicht funktioniert, wie man die Sprache optimiert und wie die Leute denken, die diese Sprache programmieren und deswegen weiß der Optimizer, wie er bestimmte Sachen optimieren muss oder nicht. Und wenn man jetzt was, also das ist immer die Schwierigkeit, wenn man was Neues baut, dass man irgendwie neu anfangen muss eben mit diesen Dingen. Aber wenn man irgendwas hat, was einfach in jede Richtung flexibel ist, dann hat halt hat man eben auch nichts anderes, dem man sich festhalten kann. Ja? Das stimmt schon. Also zunächst ist das auch so ein bisschen dieser scary Part an der Compile-Time-Code-Execution. Weil es plötzlich so einen ganzen Wald an Möglichkeiten eröffnet, die man vorher gar nicht hatte. Und man erstmal klarkommen muss, was ist denn jetzt hier der richtige Pattern, um darin zu programmieren. Genauso wie Template-Meta-Programmierung eben auch. Hat ja Peter das letzte Mal ganz gut erzählt, dass sie dann halt hier mehrere Wochen da kompiliert haben für ein relativ kleines Programm. So, ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg gewesen. Und genauso ist es natürlich mit Compile-Time-Code-Execution, die direkt für die Sprache eingebaut ist. Was ist denn da die richtige Pattern? Wie baut man seine Bibliotheken? Wie baue ich denn eine Plattformabstraktion als Bibliothek? Das kann ich alles heute noch nicht sagen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass mich das abhält, da weiter zu experimentieren. So, ich finde es einfach erstmal interessant, sozusagen Sachen durchzuführen, die bisher noch keine Programmiersprache durchgeführt hat. Und das
ist auch so ein bisschen die andere Frustration, dass jetzt ja viele neue Programmiersprachen gekommen sind, wie Rust, wie Swift. Aber wenn man sich die mal genauer anguckt, ist das letztlich nur ein bisschen hübschere Syntax für die Programmiersprachen, die wir schon haben. Also so viel Innovationskraft steckt da jetzt nicht dahinter. Also in Rust gibt es zwar diesen Type-Borrow-Checker, aber Code macht er nicht schneller. Der macht ihn sicherer. Ob das der richtige Weg ist, würde ich auch bezweifeln. Weil ich will nicht jeden Code so schreiben müssen. Aber ich kann jetzt zum Beispiel in Rebuild hingehen und sagen, ja, ich schreibe mir einfach Funktionen, die zur Compile-Time meine Funktionen anschauen und mir zum Beispiel prüfen, ob so ein Borrow-Checking valide ist. Inwiefern das jetzt wirklich praktikabel ist, also da steckt sicher sehr viel Know-how in dem Borrow-Checker drin, kann ich nicht sagen. Ich sage, ist es auf jeden Fall möglich, einen Borrow-Checker genauso zu bauen wie in Rust. Ein anderer Aspekt, die noch keine Programmiersprache gebaut hat, ist zum Beispiel auch funktionale Programmiersprachen. Funktionale Programmiersprachen schränken einen ein. Man kann nur funktional programmieren. Ich kann nur pure Funktionen schreiben, die keine Nebenwirkungen haben, außer in Monaden versteckt. Von daher kann ich jetzt aber in Rebuild zum Beispiel hingehen und sagen, ich habe hier eine Funktion. Ich stelle mir einfach sicher, dass diese Funktion keine Nebenwirkungen hat. Und wenn die Syntax dafür auch noch einigermaßen fluent ist, dann ist das auch praktikabel. Also von daher ist halt mein Anspruch, diese Syntax eben auch sehr dynamisch und flexibel zu halten. Eine andere Aktion ist zum Beispiel Threading, Multithreading. Rust hat dafür zwar so ein paar Konzepte drin, aber da muss man auch erstmal tief mit einsteigen, wie diese Send und was war das andere? Konzepte, wie die wirklich funktionieren und wie man die anwenden muss. Also, dass es die gibt, ist ja schön gut, aber wann kann ich denn meine Struktur als sendable markieren? Also ein Zeug. Und andersrum könnte ich jetzt zum Beispiel in Rebuild hingehen und sagen, ich habe hier eine Klasse und die soll einfach als Actor fungieren. Ich kann praktisch ein Actor-Framework schreiben, was funktioniert wie in Erlang, ohne dass ich jetzt dafür eine funktionale Programmiersprache brauche. Ich kann einfach jede Funktion aus meiner Klasse inspizieren und fragen, greift die auf irgendwas zu, was außerhalb dieser Klasse liegt? Oder greift irgendwo außerhalb jemand zu auf Inhalte aus dieser Klasse? Wird irgendwas exposed, was nicht über die thread-sicheren Message Queues funktioniert? Und das ist einfach eine Funktionalität, die hängt natürlich davon ab, wie baue ich denn meinen Actor? Wie ist denn die Message Queue aufgebaut? Aber ich kann eben zu meinem Actor-Framework einfach diese Support mitliefern. Und schon habe ich eine ganz andere Form von Sicherheit, die auch ein Rust nicht liefern kann. Das sind einfach so Überlegungen. Also ich habe jetzt nicht wirklich Erfahrung, wie das am Ende aussieht. Aber ich denke, es ist eine ganze Welt an Möglichkeiten offen, das einzusetzen. Sonst noch jemand Kommentare? Ja? Pattern-Matching ist, soweit ich weiß, in C++ prinzipiell nicht möglich. Ich will ein bisschen Platz machen. So ungefähr. Gut, was ihr jetzt seht, ist, was aktuell die Sprache so ein bisschen umfasst. Wie ich schon gesagt habe, alle Deklarationen und Definitionen müssen mit einem Keyword eingeleitet werden. Also haben wir var für Variablen, def für Konstanten, begin für einen Block. Ein Block ist auch dadurch gekennzeichnet, dass er mit einem Doppelpunkt endet und irgendwo ein Ende von dem Block definiert werden muss.
Funktionen werden mit fn angefangen, dann kommt ein Funktionsname und ein Block. So, Module, wie gesagt, ist alles noch nie definiert, wie das genau mit den Modulen funktioniert, kommt dann demnächst noch. Um auf die Frage einzugehen mit den Argumenten, ist das einfach nur Kosmetik oder braucht man das wirklich? Und die Überlegung ist hier zum Beispiel eine If-Bedingung als Compile-Time-Funktion implementieren zu können. Jetzt ist es so, dass bei einer If-Bedingung natürlich mehrere Else-If-Blöcke dazu kommen können. Also entweder ist es keiner oder es sind viele. Wie kann ich das denn in Argumenten ausdrücken in C++? Es ist einfach ein Array von Geschichten. So, und hier habe ich einfach praktisch einen Stern hingeschrieben. Ob das final so aussieht, ist eine ganz andere Frage, aber es soll einfach nur markieren, dass dieses Argument praktisch in dem Parent ausgerollt wird. Also wenn das jemand von Python kennt, da gibt es auch diese Stern-Args und Stern-Stern-Args. Das sind für die Positionsargumente und für die Keyword-Value-Argumente. Und die werden einfach in diesen als Array und als Hashmap aufgesaugt von den Funktionen. Und hier könnte man jetzt sagen, okay, hier wird praktisch ein Array als Parameterliste mit aufgenommen. Und zwar n Elemente davon. Das ist Pattern Matching in dem Moment. Quasi ein bisschen wie das Templates ja auch machen. Willst du es noch größer machen, oder? Okay, sorry. Und ja, was kommt denn da rein in diese einzelnen Else-If-Dinger? Na, da muss halt wieder eine Condition rein und ein Zen-Block. So, und bevor, da könnte ich jetzt wieder eine Struktur machen oder ich sage einfach wieder mit Klammern, okay, das ist praktisch wieder ein Argument-Pattern. Ja. Also Ziel ist es, von dieser Funktion irgendwie diese Funktion auswerten zu können. Und ich denke, bisher sieht es gut aus, dass es funktionieren kann. Die einzige Einschränkung ist, wie man schon oben gesehen hat, ich muss diese Doppelpunkte haben, weil ich irgendwo erkennen muss, dass jetzt ein Block beginnt und nicht die Zeile einfach weiterläuft. Das ist dieses Line Continuation, was ich da beschrieben hatte. Das sind einfach Eigenschaften, die aus dieser Syntax her rausstechen und dann kann ich die einfach verwenden. Und letztlich erstmal ausprobieren, was kommt denn da überhaupt rum. Also, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Also wenn ihr da irgendwie Ideen noch habt oder euch einfach nur damit beschäftigen wollt, würde mich das sehr freuen. Gerne noch weiteres Feedback. Aber praktisch das ist jetzt hier ein komplexes Argumentsystem, was es so in C++ einfach nie gibt. Weil ich nicht sagen kann, da sollen noch mehr Argumente kommen, ja. Ja, genau. Das einzige Problem ist, dass Lisp eben ja nicht eine kompilierte Sprache ist, die am Ende Systemcode ausführt. Aber es ist ja jetzt nicht so, als hättest du nicht noch Inspiration von anderen Strategien genommen. Also es sieht ja wie Python aus. Ja, es ist quasi ein bisschen Python mit diesen Doppelpunkten jetzt. Der Unterschied ist nur, dass ich nicht nur über die Einrückung arbeite, sondern trotzdem noch ein End brauche, um zu erkennen, dass jetzt wirklich hier diese gesamte Funktionsaufruf auch abgeschlossen ist. Deswegen auch diese nicht eine geschweifte Klammer, weil mit der geschweiften Klammer kann ich halt nicht, wo ist denn hier die öffnende und schließende geschweifte Klammer. Und so mit dem End kann ich aber sagen, okay, ich parse halt, bis ein End kommt. Und End ist sozusagen das einzige wirkliche Keyword an der Stelle. Für den Programmierer ist es egal. Das ist jetzt für den Parser. Aber wenn ich hier anfange mit geschweiften Klammern, dann ist es auch für den Programmierer nicht mehr egal. Weil dann hätte ich ja hier eine geöffnete geschweifte Klammer. Hier eben nicht eine schließende, sondern hätte hier wieder eine öffnende. Ja, der Editor mag jetzt natürlich meine Syntax überhaupt nicht. Aber ja, es sähe dann so aus. Das geht irgendwie nicht mehr. Also da streikt auch jeder Programmierer, glaube ich. Das funktioniert bei. Wenn du das schachtest, funktioniert das richtig mit dieser Syntax? Oder hast? Mit dem Doppelpunkten? Ja, mit dem Doppelpunkten mit dem einen End am Ende. Genau.
Weil das ja quasi dieses ganze Statement hier, was hier steht, ist sozusagen ein Funktionsaufruf. Es ist ein Aufruf von der if-Funktion. Ja, aber wenn du jetzt und für mich ist praktisch, mal ein if hast, woher weiß er, was dazu gehört? Wenn ich, ne, über die Einrückung. Jetzt doch über die Einrückung, also wie bei Python. Das habe ich ja gesagt, ist so ein Mix daraus. Also ich muss hier einen Doppelpunkt hinsetzen, danach einrücken und die erste Zeile definiert dann auch, wie weit dieser Block hier eingerückt ist. Also ich muss jetzt hier, wenn ich ein neues if mache, wieder auf derselben Zeile anfangen. Also wenn ich hier einrücke würde, dann ist es wieder für den Parser nicht entscheidbar, dann würde er denken, das ist sozusagen ein Teil von dem Statement und hier ist einfach eine Continuation davon. Und spätestens hier würde er dann aber meckern und sagen, das End müsste eigentlich, das End soll schon hier stehen. Also wenn das Einrücken wichtig ist, ja, dann ist das eine gigantische Einschränkung für deine sonstige Syntax. Eine Sache, die bei Ruby die Syntax so, also Ruby interessant macht, ist, bei Ruby kannst du, also dadurch, dass du Klammern weglassen kannst und so weiter, kannst du sehr leicht so eine Embedded so ein DSL schreiben. Ja. Kannst du irgendwas bauen, das nett aussieht, aber trotzdem irgendwie letztlich Ruby ist intern. Aber das geht halt nur, wenn das ist hier auch die Idee. Das geht nicht mehr, wenn du auf die Einrückung achten musst. Was kannst du denn nicht mehr ausdrücken, wenn du die Einrückung hättest? Naja, aber die Einrückung ist ja immer gebunden an deine Syntaxkonstruktion hier. Und du willst. Ist immer daran gebunden, wenn praktisch ja ein Block kommt mit dem Doppelpunkt, dann muss ich eins einrücken. Ansonsten, wenn ich hier praktisch weiterschreibe, dann sieht es der Compiler, als wenn ich das so geschrieben hätte. Und von daher wird es genauso ausgewertet. Also müsste man mal ausprobieren. Also ich fürchte, das schränkt an vielen Stellen zu sehr ein. Wenn du ein gutes Beispiel bringst. Eine Einschränkung aus Python kenne ich das mit den Lambdas. Die sind da nur auf Expressions beschränkt, nicht auf Statements. Genau diese Beschränkung heißt an der Stelle auch. Warum? Du kannst keinen Block innerhalb einer Zeile ausdrücken. Warum wollte ich das unbedingt? Warum würde ich das unbedingt wollen? Also warum brauche ich einen Block in einer Zeile? Also mal abgesehen davon, dass ich natürlich trotzdem sagen könnte, okay, ein Semikolon gibt es trotzdem und das wären jetzt einfach wie zwei Zeilen. Also das wäre dasselbe, wie wenn ich es so schreiben würde. Dann kannst du nicht mehr richtig einrücken. Wie kann ich nicht mehr richtig einrücken? Du musst dann ein Semikolon an zwei Spaces machen, damit es funktioniert oder was? Ach, du meinst, wenn ich hier jetzt einen Block habe oder was? Ja. Also wenn du es geachtet hast und dann mit Semikolon, also das geht dann, ist ja nicht mehr irgendwie, auch für Menschen nicht mehr passbar dann irgendwann. Okay. Also zu den Lambdas kann ich nur sagen, bisher habe ich noch keinen Kopf darum gemacht. Also es kann durchaus sein, dass das schwierig werden könnte. Ich gehe aber davon aus, dass das eigentlich gut erschlagen werden kann von der Block-Syntax. Und das ist eben ein Konzept, was Python einfach auch fehlt. Also in Python kann ich einer Funktion keinen Block übergeben. Es muss immer was callable sein. Also Ruby hat zwar eine nette Block-Syntax, aber du kannst immer nur einen Block benutzen, nicht mehrere. Das ist eine ziemliche Einschränkung für manche Sachen, wenn du das nicht willst. Deswegen ist hier die Überlegung eben, wie in dieser if-Funktion, hast du halt einfach mehrere Blöcke. Also das if-Funktion ist jetzt vielleicht nicht die interessanteste Funktion, aber sie zeigt eben sehr gut, was man eigentlich in den Argumenten ausdrücken können möchte. Weil man möchte unter Umständen eben Funktionen schreiben, die eine ähnliche Komplexität haben. Also die einfach auch mehrere Blöcke bekommen. Und der Vorteil ist eben auch, ich könnte jetzt hingehen und mir zum Beispiel eine Konstante definieren und sagen, diese Konstante bekommt einen Block und diesen Block könnte ich jetzt hier auch als Argument mit angeben und sagen, hier kommt ein X. Ganz, also, ja, machst du noch das zweite Beispiel?
Und zwar, das hier ist eine Funktion, um eine Struktur zu definieren. Das ist jetzt erstmal ziemlich viel Code, aber im Wesentlichen haben wir als Argumente, eine Struktur braucht einen Namen und einen Block. Und der Clou ist jetzt, wenn ich diese Strukturfunktion verwende, sage ich, ich will eine Struktur Point schreiben, beginne den Block und diese Addref-Funktion, die jetzt ein Attribut definiert, gibt es nur innerhalb von dieser Ausführung von dem Block im Zusammenhang mit der Struktfunktion. Praktisch die Ausführung des Blocks ist auch abhängig davon, oder was ich darin schreiben kann, ist auch abhängig davon, wo der ausgeführt wird. Und das ist letztlich das, was auch in Ruby diese Block-Syntax so powerful macht, um DSLs zu beschreiben. Ich kann jetzt zum Beispiel ein Test-Framework schreiben, wo ich innerhalb von meinem Block plötzlich eine bestimmte Syntax habe, um meine Tests auszudrücken. Und das nächste Interessante ist, dass diese Addref-Funktion, ich weiß noch nie, ob das funktioniert, aber hier zum Beispiel einfach eine Variablen-Deklaration bekommt als Argument. Das heißt sozusagen wirklich den AST-Knoten, der eine Variablen-Deklaration beschreibt. Von daher kann ich hier dieselbe Syntax verwenden wie hinter einem var-Statement. Also, beziehungsweise hinter einem var-Keyword. Also ich könnte hier auch quasi eine Zuweisung direkt mit reinschreiben. Und das ist immer noch eine Variablen-Deklaration. Und ich kann die ja eben zur Compile-Time inspizieren, was steht da drin, was ist für ein Typ, wie groß ist der Typ und so weiter. Nur um mal sozusagen diesen Scope von dem Block noch ein bisschen zu erweitern. Deswegen habe ich vorhin kurz erzählt, es gibt eben verschiedene Ebenen. Ich kann den Block einmal auffassen. Er ist erstmal eine ganze Liste von Tokens. Und ich kann sozusagen diese Tokens einfach verzögert auswerten lassen. Ganz normal durch den Rebuild-Compiler, ohne dass ich jetzt selber nochmal Code schreibe. Oder ich kann mir auch quasi den ausgeführten Block geben lassen, also die Liste der Intrinsics, die da rauskommen. Das macht natürlich für diesen Block hier jetzt nicht viel Sinn, aber wenn ich eine Funktion implementiere oder einen Algorithmus, dann kann ich mir eben den generierten Befehlssatz daraus geben lassen, um dann zum Beispiel einen Optimizer zu bauen darauf. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das sozusagen der ideale Scope ist, ob man da vielleicht nicht auch diese Blöcke oder Module völlig überlädt damit. Aber im Moment ist halt das so die Idee, die ich gerade verfolge. Noch weitere Unklarheiten. Ja, ist einfach sehr schwierig, das zu erklären. Also ich bin ja jetzt noch nicht wirklich geübt. C++ habe ich schon öfters jemandem beigebracht, aber Rebuild habe ich schon mehreren Leuten erzählt, aber nie in so einem Vortrag. Und es sind schon ganz gute Hinweise, dass ich da noch die anderen Beispiele bringen sollte. Es ist ja nicht so, dass ich die Beispiele mir nicht schon mal ausgedacht hätte. Aber das Ding ist halt, man muss irgendwie Beispiele finden, die man auch rüberbringen kann. Und das ist natürlich eine Sache, mit diesen Optimierungen zu argumentieren und zu sagen, man will einfach eine Sprache schaffen, die es ermöglicht, bessere Optimizer schreiben zu können. Und dann gibt es aber die ganze andere Argumentation, ich will eine Sprache haben, die wirklich fluent für einen Programmierer ist. Wobei eben da sehr schwer zu argumentieren ist, was wird denn eben flüssig für einen Programmierer? Also ab wann hat er denn Spaß? Was macht denn das aus, dass Ruby den Programmierern so viel Spaß macht und C++ oder Java eben weniger Leuten Spaß macht? Schwer zu fassen, das Thema, und dann eben zu sagen, ja, so wird es besser. Ja, es klingt halt schon sehr stark davon ab, was man denn eigentlich für ein Programm schreibt, welche Programmiersprache ich nehme und welche Spaß macht. Mein Ruby hat, also gerade wenn ich an diese Blöcke denke, ja, Ruby hat Blöcke und Forks und Lambdas und man wird völlig wahnsinnig zu verstehen, wo genau die Unterschiede sind, und wenn ich jetzt einen Break mache, dass da aus dem Block rausspringt, aber nicht aus dem Lambda oder umgekehrt oder sowas, kann es mir nie merken. Und das heißt, das hat auch an einigen Stellen genau diese Probleme sich dann wieder produziert, weil irgendwie die Definition, die man mal genannt hat, doch dann nicht das
Aufklärung vom Ei war. Also letztlich die große Frage, die sich mir stellt bei diesem Projekt, ist, kriegt man es nachher hin, irgendwas zu bauen, was wirklich als Systemsprache noch taugt? Weil bisher sieht es gut aus. Diese ganze Flexibilität, weiß nicht, ob die nachher dann nicht an dem Weg steht bei der Optimierung und so weiter. Aber das weiß ich nicht, das ist auch nur so eine Frage, die ich mir stelle. Ja, ist eine durchaus valide Frage. Bisher ist meine Schlussfolgerung eigentlich, das ist sehr gut möglich. Also wenn man einen LVM-Code optimieren kann, kann man auch darauf optimieren. Ich kenne mich aber mit Optimizern zu wenig aus, um final ein Urteil bilden zu können, um zu sagen, das geht deswegen gut oder deswegen schlecht. Kannst du, also ich meine, diese Sprache, dein Kompass tut jetzt C++-Code ausspucken, ne? Ja. Der könnte ja auch LVM Bytecode irgendwie ausdrucken. Ja, könnte ich nur ganz schwer lesen, deswegen mache ich das im Moment nicht. Also ich habe mir das angeschaut, wie die LVM, was das alles geht. Und es ist halt ein ziemlich großer Batzen. Und vor allem, wenn ich jetzt LVM-Code generiere, brauche ich erstmal so eine Art Bootstrap, um überhaupt ein Programm zu generieren, was dann auch lauffähig ist auf dem System. Und da habe ich mich dann einfach, da habe ich dann abgebrochen und gesagt, okay, ich wollte erstmal wissen, was steckt überhaupt alles in dieser LVM-Sprache drin, in der VM-Syntax. Und das ist halt eine ganze Menge, aber es ist alles handelbar. Und letztlich selbst dort drin steckt schon eine ganze Menge plattformspezifisches Wissen, was man erst sozusagen selbst auf der Sprachebene von C++, von LVM abfragen muss, um zu sagen, okay, für was für ein Backend kompilieren wir denn gerade, um dann auch entsprechend den LVM-Code zu generieren. Und das ist einfach noch eine ganz andere Ebene, in der ich jetzt noch nicht arbeiten wollte. Und das andere ist natürlich, wenn ich C++-Code generiere, kann ich mir den anschauen und sagen, oh, stimmt. Wenn ich mir LVM-Assembler-Code generiere, kann ich nur sagen, oh, stürzt ab, ja, super. Also, beziehungsweise der Assembler-Code ist einfach nochmal einen ganzen Batzen umfangreicher. Und wenn ich da zum Beispiel für das Debugging so ein Print-Statement, na, da mache ich mir halt include Standard.io und ja, definiere mir erstmal so ein Print-Intrinsic in dem C++-Programm und benutze es dann einfach, aber auf LVM hätte ich dann erstmal einen größeren Umfang an Code, den ich da zusammenfrickeln muss, um überhaupt eine Textausgabe hinzukriegen. Von daher ist es jetzt im Moment für den Experimental-Compiler erstmal, denke ich, der Weg zu sagen, okay, man generiert einfach C++-Code. Irgendwann wird das aber auch kompliziert und deswegen, dann wechselt man eben. Die Idee ist erstmal auch, diesen Compiler auf ein gewisses Niveau zu heben, um damit eben Experimente machen zu können. Und wenn man dann sagt, okay, das ist gut, dann kann man eben immer mehr auch Arbeit investieren in die verschiedenen Aspekte. Also im Moment sind halt auch viele Baustellen einfach noch offen. Also es ist Rübetlängen-Projekt und hier ist der Compiler. Da gibt es ja in GitHub jetzt dieses Projects-Feature. Also wenn ihr da irgendwie Bock habt, könnt ihr natürlich auch über die RFCs gerne diskutieren. Bisher gibt es ja noch... Ja, das ist das, haben die auch schwarz umgestellt wegen Wahlergebnis? Besser. Genau, es gibt hier einfach diese Vor-Pickup-Geschichten, wo auch wirklich ein Ticket dahinter liegt. Die sind einfach Sachen, die bisher übrig geblieben sind. Wenn jemand einsteigen will und sagt, er ist vielleicht in C-Sharp noch nicht so fit, kann man das einfach mal anschauen. Da gibt es ja auch schon einen anderen Code, der ähnliche Sachen umsetzt. Ja, zum Beispiel, ja, also das Splitten von den Literalen ist schon ein bisschen aufwendiger, deswegen ist es nicht als easy markiert, aber die anderen Sachen sind eigentlich relativ einfache Sachen, die einfach nur ein bisschen Zeit kosten und wahrscheinlich nicht mal viel. Also wenn es eine Stunde ist, ist es viel wahrscheinlich. Aber es sind einfach Sachen, die ich liegen lasse, weil ich mir sage, ich muss sozusagen, ich habe immer ein bestimmtes Ziel. Und mein nächstes Ziel ist eben, eine Zuweisung kompilieren zu können. Und alles, was ich nicht dafür brauche, lasse ich liegen. Und LVM-Syntax ist halt auch so ein Ding. Das steht sicher irgendwo im Hinterkopf.
Aber da müsste ich mir jetzt ziemlich sicher sein, dass das irgendwann auch benutzt wird. Hat jemand Bock mitzumachen? Zeit ist überall. Es ist nur eine Frage der Motivation. Große Begeisterung, super. Dann beim nächsten Dresden Weekly sind alle da. Ansonsten erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wir können dann gerne noch beim Bier weiter diskutieren.